Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Video dieses Trading Adventskalenders. Mein Name ist Daniel und ich wünsche euch einen wunderschönen 11. Dezember. Und in der heutigen Folge möchte ich euch ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug vorstellen, mit dem man in der technischen Analyse Preisziele bestimmen kann, und zwar sowohl nach unten hin in einer Korrektur, als auch nach oben hin in einem impulsiven Anstieg. Also sehr, sehr spannende Folge heute, solltet ihr auf jeden Fall kennen. Auch ich verwende es sehr, sehr oft in meiner Analyse und habe es schon des Öfteren in meinen Videos gezeigt. Deswegen möchte ich das Ganze heute mal ein wenig erklären und euch auch zeigen, wie ihr diese Levels anwenden könnt. Und um euch das zu zeigen, habe ich euch jetzt hier schon mal den Bitcoin-Chart vorbereitet. Und hier links oben, ich habe euch das ja schon mal in meinem Erklärungsvideo zu TradingView gezeigt, gibt es die sogenannten Fibonacci Retracement Levels. Seid nicht verwundert, das Fibonacci Retracement Level Werkzeug ist exakt dasselbe wie die Fibonacci Extension Levels. Es kommt nur darauf an, wie man das Ganze anwendet. Das möchte ich euch jetzt heute hier zeigen und ich möchte mal damit beginnen zu erklären, was das Ganze kann. Diejenigen, die diesen Adventskalender täglich verfolgen, haben sicher auch gestern das Video zur Fibonacci-Zahlenreihe gesehen und dort habe ich euch die mathematischen Grundlagen gezeigt, auf denen dieses ganze Prinzip aufgebaut ist. Natürlich nachrechnen müsst ihr das Ganze nicht, ihr müsst jetzt nur wissen, wie ihr das anwenden könnt und was ihr davon für Vorteile habt. Und zwar möchte ich jetzt erstmal mit den sogenannten Fibonacci Extension Levels beginnen. Das bedeutet, diese Levels können uns nach einer Korrektur anzeigen, wie viel Potenzial wir denn noch nach oben erwarten können. Und zwar funktioniert das Ganze so, ich habe hier das Tool schon mal ausgewählt. Wir fixieren uns hier das alte All-Time-High dieses vorherigen Run-Ups und ziehen den zweiten Punkt bis hin zum tiefsten Punkt dieser Korrektur. Und dann erhalten wir eben diese sogenannten Fibonacci Extension Levels. Und wenn wir hier jetzt etwas weiter reinzoomen, dann können wir sehen, dass wir hier durch das unterste Fibonacci Level durchgeschossen sind, Widerstand exakt genau am zweiten Punkt der Fibonacci Extension Levels gefunden haben, von dort aus zurückgekommen sind und das vorherige Level geretestet haben. Das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe es euch ja schon vermehrt in diesen Videos erklärt. In der technischen Analyse ist es sehr, sehr wichtig, dass wir immer wieder so einen erfolgreichen Retest sehen, nachdem wir eine Resistenz durchbrochen haben. Und exakt wie zu erwarten, sind wir nach diesem Retest dann eben noch deutlich weiter angestiegen. Beim 0,5er Fibonacci Level hatten wir dann die nächsten kleinen Schwierigkeiten, aber nachdem wir dann dort durchgekommen sind, hatten wir unsere Endstation hier beim 0,618er Fibonacci Level. Und ich habe es auch schon mehrfach angesprochen, dabei handelt es sich um das mit Abstand am wichtigsten Level dieser ganzen Skala und dieses Level hat auch den Namen Fibonacci Golden Pocket oder auch goldene Tasche genannt. Denn an diesem Level ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass wir eine erneute Trendwende sehen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir an diesem Level Resistenz gefunden. Wir hatten einen kleinen Ausschwenker nach oben, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn uns dieses Level hier weiter zurück nach unten gepusht hat. Dann haben wir exakt vom Fibonacci Golden Pocket aus einen Falling Wedge geformt und in dem Moment, wo wir eben dann das Golden Pocket nachhaltig nach oben durchbrochen haben, sind wir dann tatsächlich innerhalb kürzester Zeit bis zu einem neuen All-Time High angestiegen. Wie ihr sehen könnt, ist dieses Fibonacci Golden Pocket also ein sehr, sehr wichtiges Level, auf das die meisten Leute im Bereich Trading ein Auge werfen. Und wie ihr dann sehen könnt, haben wir schon hier das nächste Pattern dann am 0,786er Level geformt. Da hatten wir eine kleine Bull Flag, wie ihr sehen könnt, bevor es dann weiterhin eben bis zum neuen All-Time High abgegangen ist. Das Ganze ist natürlich auch in die andere Richtung möglich, denn wir haben uns ja gerade angeschaut, wie weit der Preis nach oben steigen kann, nachdem wir eine Korrektur gesehen haben. Jetzt wollen wir uns aber genauso in die andere Richtung anschauen, wie weit wird der Preis denn fallen, nachdem wir ein abgeschlossenes Run-Up nach oben hin gesehen haben. Und dafür zoome ich jetzt mal etwas weiter raus, bis zum März 2020, wo wir ja den tiefsten Punkt vor diesem massiven Run-Up gesehen haben. Und wenn wir uns eben die Fibonacci Retracement Levels anschauen wollen, das bedeutet, den Trendwendepunkt einer Korrektur finden wollen, dann ziehen wir diese Fibonacci Retracement Levels umgekehrt wie vorher vom tiefsten bis zum höchsten Punkt, in diesem Fall das All-Time High, das wir eben bei 64.000 US-Dollar gesehen haben an dieser Stelle und sehen dann eben anschließend die Fibonacci Retracement Levels für diese Korrektur. Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier ganz knapp über dem Fibonacci Golden Pocket eben unseren Trendwendepunkt gehabt. Wir können auch hier sehr, sehr schön sehen, dass wir immer zwischen diesen verschiedenen Levels gebounced sind. Beispielsweise hier zwischen dem 0,5er und dem 0,382er Level hatten wir hier sehr, sehr viel Trading-Volumen. Als wir es dann nach oben hin durchbrochen haben, haben wir ein erneutes Pattern zwischen dem 0,382er und dem 0,236er geformt. Und als wir das dann wiederum nach oben durchbrochen haben, ging es ziemlich steil bergauf bis eben zum neuen All-Time High. Natürlich ist das Ganze auch auf den kleineren Timeframes möglich. Wir befinden uns jetzt hier zum Beispiel auf dem 4-Stunden-Chart und wir wollen uns jetzt hier mal mit Hilfe der Fibonacci Extension Levels anschauen, wie weit der Preis nach dieser kleinen Korrektur hier weiterhin steigen kann. Und dafür fixieren wir hier eben den Höhepunkt dieses vorherigen Anstiegs
und ziehen das Ganze bis nach unten zum Tiefpunkt der Korrektur und wir können sehen, dass wir hier exakt genau am 0,618er Level am Fibonacci Golden Pocket hier die dunkelgrüne Linie die erste Resistenz gefunden haben und unter dieser Linie erst einmal ein Weilchen konsolidiert sind. Und in dem Moment, als wir sie dann hier nach oben hin durchbrochen haben, hatte das Ganze einen ziemlich steilen Anstieg zur Folge. Wir haben direkt mal ein neues All-Time-High nach dieser kleinen Korrektur gesehen und sind dann weiterhin ziemlich rasant bis aufs 1,618er Level angestiegen, wo wir dann angefangen haben zu konsolidieren und diese Aufwärtsbewegung hier zu beenden. Was ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne erwähnen möchte, ist, dass es in der technischen Analyse sehr, sehr schwer ist, Resistenzen festzustellen an einem Punkt, den wir bis jetzt noch nicht getradet haben. Beispielsweise Bitcoins aktuelles All-Time-High ist ja bei den 69.000 US-Dollar und wenn wir dieses Level einmal durchschreiten sollten, dann ist es ziemlich schwer, an den höheren Levels noch eine Resistenz ausfindig zu machen. Denn wenn ihr meine vergangenen Videos gesehen habt, dann beruht sehr, sehr viel der technischen Analyse darauf, dass man an vorherig getradeten Punkten Support- und Resistenzlinien einzeichnen kann und diese helfen einem dann zu verstehen, wo der Preis seinen nächsten Wendepunkt haben wird. Wenn wir uns jetzt aber an einer Stelle befinden, an dem wir noch nie zuvor getradet haben, dann können wir dort außer mit aufwärtsgehenden Resistenzlinien und eben mit den Fibonacci Extension Levels keine möglichen Wendepunkte feststellen. Das bedeutet, dieses Werkzeug ist beispielsweise in einem Bullrun für mich eines der wichtigsten Werkzeuge, um höhere Preisziele feststellen zu können. Denn wie soll man sonst darauf schließen können, wo hier nach oben hingehend das Limit ist? Was ich aber an dieser Stelle auch noch sehr, sehr gerne betonen möchte, ist, dass es meiner Meinung nach gar nicht so sehr mit der Fibonacci-Zahlenfolge zu tun hat, dass dieses ganze Prinzip funktioniert. Meiner Meinung nach hat die Fibonacci-Zahlenreihe schon einen gewissen Zusammenhang mit diesen Kursschwankungen. Was aber, finde ich, die essentielle Bedeutung dieses Werkzeuges ausmacht, ist, dass sämtliche Analysten dieses Werkzeug auch benutzen. Das bedeutet, wenn ihr dieses Werkzeug ebenfalls benutzt, dann könnt ihr beispielsweise herausfinden, wo möglicherweise andere Leute ihre Take-Profit-Orders platziert haben. Denn meistens ist eben davon auszugehen, dass die Leute ihre Kauf- und Verkauf-Orders nicht einfach blind zu irgendwelchen zufälligen Levels platziert haben, sondern sich ebenfalls mal ein gewisses Bild über die Lage verschafft haben und dann vielleicht früher oder später mal diese Fibonacci Extension Levels angewendet haben und darauf zufolge haben sie dann eben die Auswahl ihrer Stop-Loss- und Take-Profit-Orders platziert. Deswegen unabhängig davon, ob die Fibonacci-Zahlenfolge jetzt etwas mit den Preisveränderungen zu tun hat oder nicht, ist es immer sehr, sehr wichtig, finde ich, diese Levels anzuwenden, um eben auch eine Übersicht darüber zu bekommen, was andere Leute möglicherweise gerade auf dem Schirm haben. Ich hoffe, das war eine gute, umfassende Erklärung für euch und ich hoffe, ihr könnt jetzt auch mit den Fibonacci Retracement und Extension Levels umgehen und arbeiten und ich wünsche euch auch viel Spaß dabei, das Ganze einmal selber auszuprobieren. Wenn ihr bis jetzt noch keine Plattform gefunden habt, wo ihr gratis TradingView verwenden könnt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze über den Link hier unten in der Videobeschreibung downloadet. Steht euch gratis zur Verfügung, ihr habt es gesehen, ich benutze das ebenfalls. Ist ziemlich einfach zu verwenden und ist wie gesagt kostenlos. Deswegen, wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich wie gesagt einmal darüber freuen, wenn ihr das über meinen Link downloadet. Wenn ihr mich nicht unterstützen wollt, ist es natürlich auch in Ordnung. Ich hoffe, das heutige Video hat euch einen Mehrwert gegeben und wenn ihm auch so ist, dann würde ich mich ebenfalls über einen Like freuen. Macht's gut, haut rein, bis morgen, ciao, ciao.